Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen, hier die Geräte zu produzieren, dass wir, als ob uns jetzt echt Obsidian ausgegangen ist, ich glaube sie kommen. Und wir haben mittlerweile 53, das ist noch besser. 54 hört sich noch besser an. So, ich wollte gerade sagen, dass wir die Manufacturing-Ding hier anschalten können. Aber leider ist uns gerade das Ganze gestorben. So, aber jetzt tun wir das nicht nochmal machen. Ich habe eine Idee, um auch den Prozess in Zukunft zu verschnellern, stellen wir hier ein Interface hin. Ein Interface, setzen dann 4 hier außen rum, das verschieben wir nach oben, 1 oder 2. Nach, ich würde sagen 2 nach oben, da kommt ein Interface hin, außenrum die ganzen Manufacturer und ein Hopper dran in eine Kiste in der Mitte und von da aus wird es dann rausgesogen mit einem Kabel, das unten lang läuft. Das könnte man rein theoretisch bei fast jeder Maschine machen. Also genauso bei der hier, die hat auch ein Pattern, wie es läuft, braucht nur ein Goldingot hier reinstecken zum Beispiel. Wenn wir 4 von denen aus, sind wir um einiges flotter. Und haben natürlich Maschinerie auch schneller. Und natürlich kann ich dann auch die ganzen anderen Patterns hier reinschmeißen. Weil natürlich mit 4 voll upgegradeten von denen hier sind wir mega flott. Also richtig flott. Jetzt schauen wir erstmal, was die Maschine hier sagt. Die ist wahrscheinlich schon fertig. Im großen Teil. Ja, wir brauchen nochmal 2. Wir brauchen insgesamt 64. Also 2x 64. Damit das funktioniert. Was ist denn das? Airship Core converts fuel into energy that all airships can safely use. Aha. Auch interessant. Energy Bridge Receiver. Das sind interessante Sachen teilweise. Lithium Iron Battery. Lithium Iron Cell, okay. So, schauen wir mal, wenn wir jetzt hier die reintun. Schauen wir mal, dass wir das Ding so energieeffizient wie möglich machen. So. 32 Stück, damit sollte das Ding doch dann am Ende richtig energieeffizient sein. Das ist doch gut. Geschwindigkeit ist hoch. Energieverbrauch ist niedrig. So wie man es möchte. Jetzt sind wir noch nicht fertig gekriegt, weil danach können wir erst den Umbau halt machen. Was willst du davor großartig machen, wenn du die ganze Zeit das brauchst? Unsere Farmländen läuft auch super. Ach, er hat schon 3 gemacht. Jetzt geht es. Schau mal, wie gut das jetzt läuft. Schaut euch das an. Er ist immer bei ca. 64 im Craften. Scheduled sind 7 Stück. Dort hat er von dem einen, von dem braucht er 3 Stück immer für eins. Dann kann er wieder eins fertig machen. Das ist mega gut. Er tut halt mega vieles verbrauchen hier vom Nether Quartz auch. Haben wir Quartz Trees schon hier runtergetan? Ich weiß es gar nicht. Oder haben wir die noch hier oben rumpumpelt? Ist ja eigentlich auch gerade egal. Was mir eingefallen ist, wir können noch. Habe ich Stacky Stack dabei? Ja, habe ich. Wir können noch 2 Crafting Patterns machen. Und zwar für. Für Quartz. Und zwar, dass wir die Blöcke so herstellen können. Und dann aus Blöcken wiederum die herstellen können. Und damit haben wir dann natürlich unsere Nether Quartz Produktion auch schon mal einiges verbessert. Wenn ich die jetzt hier irgendwo noch reinstopfe, dann wird das langsam auch ein bisschen voll aschern. Kommt die hier rein. Und wenn ich jetzt hier sage Quartz. Jetzt hat die 1600 auf Lager. Holy shit.
Ich kann rein theoretisch jetzt halt hier hingehen, sagen, okay, weißt du was, crafte mir 1000. Und jetzt zieht er das hier durch. Mit seinen ganzen Prozessoren. Der macht es sich. Ja, das wird schon. Perfekt. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der sozusagen auch mal sozusagen tiefer greift. Machen wir 4000 Mal oder so. Ah, schau, jetzt sagt er Missing 500. Machen wir 2000 oder so. Genau, jetzt muss er das craften. Und derzeit hat die CPU natürlich ein bisschen mehr zu tun. Obwohl das auch easy hinbekommen hat, wie es scheint. Easy peasy. Jetzt machen wir diese Punkte jetzt auch immer weg. Waypoints. Remove hier. So, close. So, okay, die Maschine läuft auch in gewohnten Gang. Rein theoretisch könnte man das Ganze noch auf die komplett andere Seite verschieben, die Kiste in die Mitte zur Absaugung machen und dann hättest du ein Doppelsystem. Das ginge natürlich auch. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt gerade. Aktuell scheint es gut zu laufen, noch gut zu halten. Wie schaut es mit unseren Zip? Die machen ja alle... Habe ich hier irgendwo noch das drin? Hier unten habe ich auch einen Encoded Pattern. So, Jan, jetzt haben die alles an Quartz fertig gemacht und die... Ah, oh, geil. Storage. Jetzt machen wir hier mal so, was wir gelagert haben. Und jetzt können wir gucken, irgendwo ist die. Hier, 10 Stück, 265. 265 und dann... Was ist, wenn ich 10 Stück macht? 3 Stück gleich kann ich machen einfach. Start. Dann sollte ich eine von den 4000er machen können. Also ich glaube es auf jeden Fall, dass ich es machen könnte dann. So, okay. Jetzt habe ich 3. Und dann sollte ich eine von denen machen können. Richtig. Crafting. Klack, 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 klack. Scheduled. Crafting. Zack, fertig. Oh, holy shit. Jetzt habe ich eine von den 4000ern. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne eine von denen haben, bräuchte ich noch mehr Glas. Glas muss ich natürlich schmelzen. Ich habe nicht genug Gold. Weil natürlich... Ich brauche doppelt so viel Gold alleine. Aber dann würde mir nichts im Weg stehen dafür, ne? Dann würde mir dafür nichts im Weg stehen. Dann hätte ich eine der größten Speicherplatten ever. Aber wir wollen ja nicht mal so sein. Wir haben jetzt ein Advanced Storage Housing. Nehmen die 4000er hier. Und machen dich. Dann machen wir noch eine Advanced Storage Housing. Und dann die andere 256er. Ach, guck mal, ich habe noch eine. Hapsala. Das habe ich jetzt so übersehen, dass ich doch noch eine habe. Noch eine 256er. So. Und dann kann ich die jetzt oben im Server einbauen. Massenhaft Speicher. Was zum Fick ist hier drin? Au. Das war dumm. Ah, schau an, der Datenspeicher wird gefüllt. Habe ich hier irgendwo schon wieder angefangen aufzufüllen? Die 265 und das ist die 4000er. Also Speicherplatz sollte hoffentlich in der nächsten Zeit kein Problem sein. Jetzt will ich nur gucken, was soll ich alles hier drin gelagert habe. Ist das alles Iron Resin oder was? Oh, ich
hätte den nicht anschalten müssen, ne? Ah ne, ich wollte die gleich wieder umschalten, ne? Damit er die Blocks herstellt. Muss ich euch hier aber rausnehmen? Ich brauche noch einen Basin und Redstone. Basin. Und einen Redstone. So, okay. Ein Basin, ein Redstone. Okay, wir stellen... So. Alles ein bisschen ruhiger. Wir stellen es auf die Hälfte ein, nochmal 30 oder sowas. Dann läuft es ein bisschen öfter durch hier. Dann kriegen wir jetzt Eisen. Gut. Genau, dann sollte ich doch jetzt rein theoretisch da hinten auch Le Machine bauen können. Brauche ich nur mal kurz ein Interface. Interface. Perfekt. Aktuell craften wir nichts, dann sollte das ja auch passen. Gut. So, okay, schauen wir. Interface außenrum. Ich muss gerade überlegen, wo ich das hinbaue. Interface hier hin. Eine Manufacturer hier, der andere Manufacturer hier. Habe ich nicht mehr. So, okay. Zwei kommen hier rein. Hier Interface Terminal Blocking Mode. So, okay. Und dann brauche ich eine Chest. Eine Chest. Und noch einen Hopper. Oder vier Hopper. Besser gesagt. Machen wir noch ein paar zwei Manufacturers. Manufacturer. Was ist jetzt ausgegangen? Was ist da unten in der Mitte? Eine Copper Coil. Und noch einen von denen bitte. Damit es schön gleichmäßig ist. So. Und dann sollten die alle das da reinpumpen können. Ziehe jetzt einfach ein Kabel nach hier drüben. Und dann ME Interface, ne, ME
Importbus. So, okay, Cobblestone. Was ist das nochmal für Kabel? Das ist ein Energy Cable einfach, okay. Cable. Das sind noch die alten Kabel. Komm, Kabel. Komm schon. Okay. So, vorsichtig. So, perfekt. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge fertig. Dann sollte das hier auch alles einmal frei hoffentlich laufen und wir können das erste Mal testen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.